Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft. Ja, ich musste dieses Video leider nachvertonen, deswegen kann es jetzt etwas, ja, verwirrend sein. Also hier habe ich ja die Anlage, hier habe ich unten eine andere Leitung gelegt, so eine Bauerleitung. Dann gehen wir hier mal die Zellen tauschen, beziehungsweise mal ausleeren hier diesen Rock Crusher. Oh, jede Menge Sand. Die Zellen, ja, sind fast leer. Bauen wir mal ab. Die ist komplett leer. Die auch ab. Dann laden wir die gleich mal wieder auf. Hier bei unserer schönen Ladestation. Und tun mal eine volle wieder rüber, glaub. So. Hier hin. Eine reicht vorerst mal. Da hat er nicht mehr viel zu tun. Was haben wir jetzt? Ah ja, genau. Jetzt gehe ich zur Quarry, oder? Nee, genau. Ich habe einen neuen Raum gebaut. Hier unten mit dem Filler einfach mal ausgefüllt und schön die Mauern gemacht. Hier war wieder ein Enderman am Arbeiten. So, dass ich eben die Bypass gelegt habe. Und hier unten wird mal ein Keller werden. Ja. Mehr weiß ich dazu jetzt nicht zu sagen. Hier nochmal reinschauen. Ah ja, genau, lila Lion Joint hier. Was machen wir hier? Ah ja, genau, ich habe gesagt, glaube ich, dass ich bei der Quarry etwas machen will. Und zwar will ich eine Steuerung bauen für die Quarry. Und jetzt gehen wir mal zur Quarry und aktivieren sie. Also schalten sie nochmal ein, während wir hier dann bauen. Kann die schon mal arbeiten. Ja, hier komme ich dann nicht durchs Portal durch. Keine Ahnung warum. Mein irgendwie der Server stockt. Jetzt fliege ich mal per Hand rüber und dann schauen wir mal. Ja, und hier fliege ich ins Nichts und stelle fest, dass ja hier nichts mehr geladen wird. Komischerweise, weiß auch nicht warum. Aber hier sehen wir wenigstens, dass da unten ein bisschen Lava ist und so weiter. Und weg sind wir. So, dann sind wir vom Server runtergefallen. Retime out. Komisch. Ja, jetzt schauen wir halt mal neu rauf. Kann jetzt etwas dauern. Please hold the line. We go to the answer. So, weitermachen hier. Hallo? Wie bist du? Ja, okay. Wir sind jetzt durchs Portal gekommen. Okay, ja, egal. Laufen wir mal Richtung Quarry rüber. Dann fliegen wir mal nach oben. So, was habe ich denn da gemacht? Das ist mal spannend. Ich schaue mir das Video auch mal an. So. Ah ja, hier habe ich noch ein bisschen irgendwas gelabert. Keine Ahnung. Ja, der hat schon wieder einen Fehler. Eh klar. Dann terminaten wir den mal. Denke ich mal, glaube ich, ja. Genau, dann Code. Und jetzt gebe ich, glaube ich, Test 1 ein. Ja, damit er einen Seitenverschub macht. Um 3 Stück. Hier sind auch noch jede Menge Rohstoffe in der Wand. Soll hier mal weitermachen da. Schaut. So, einmal fehlt noch, oder? Nee. Doch. Ja, einmal fehlt noch. Sehen wir einmal noch, genau. Zeige ich es noch schön. So, und jetzt hat er verschoben. Jetzt können wir wieder terminaten den Computer. Und starten. Okay, zweimal terminaten, damit er ganz resettet wird. Und starten das Programm Test. Damit er hier macht. So, da steht er warten. Das heißt, wir müssen noch diesen Schalter bei den Grün aktivieren. Und das ist jetzt blöd, weil hier habe ich hier einen Receiver dran. Schaue ich gerade, ob ich diesen Wireless Receiver habe. Habe ich nicht. Und der Receiver ist da zu Hause. Das ist blöd, ne? Einen Schalter habe ich hier. Dann, ja, reiße ich hier einfach das schwarze Kabel ab. Platziere den Schalter und schalte hier mal ein dann.
bis der Computer merkt, dass er jetzt ein Signal bekommen hat. Und schon funktioniert alles wieder. So, das Programm läuft. Ja, 73. Gut. Ich glaube, jetzt gehen wir dann gleich wieder nach Hause mit Buch, oder? Mal gucken. Irgendwas quatsche ich hier noch. Ach ja, genau, wie die Schaltung, was ich bauen werde. Die Schaltung wird so sein, dass sie einfach alles hier macht, was der Computer macht. Also die Quere automatisch steuern. Das rauf, runter, das den Seitenverschub und so weiter wird alles unsere Redbauer-Schaltung steuern. Das habe ich hier erwähnt. Ich will diesen Computer einfach mal weg haben und alles manuell steuern. Über eine Redbauer-Schaltung. Jetzt dann fängt der Server ein wenig an zu stocken, keine Ahnung warum. Ihr merkt es ja. Komischerweise und auch eben den Ton hat er nicht aufgenommen. Deswegen vertone ich mal nach. So, jetzt suchen wir die ganzen Redpower Sachen, die wir brauchen werden. Die Schaltung wird ja etwas komplizierter werden. Ein paar Sachen haben wir hier schon. Genau den habe ich früher gesucht, weil mit dem wollte ich einfach die ID 102 machen. Hier steht Minecart drin, warum das? Ah ja. Ist einfach das letzte, was man eingegeben hat. So heißt der dann. Logischerweise. So, dann warten wir mal, ob die Kiste aufgeht. Anscheinend will sie nicht. Ja, dann eingeleben. Komische Sache. Ja, schreiben wir mal. Alina. Dass sie von Server runtergeht, vielleicht geht es dann. Vielleicht hat er irgendeinen Fehler oder so. Kann ja auch sein. So, und dann warten wir mal ein bisschen leftet. Ah, jetzt steht es mal da. Hat ja gedauert. So, jetzt geht die Kisten auf auch. Genau, wir werden ein paar Repeater, wenn wir brauchen, schätze ich mal. Dann werden wir. Was soll ich noch brauchen? Naja, ein bisschen Red Alloy nehmen wir uns. Daimler nehmen wir. Ja, 3 werden besser passen, oder? Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch Repeater, nehmen wir auch mal mit. Toggle Latch. Ein paar Kabelfarben. Kann eigentlich nicht schaden, aber ja, nehmen wir mit. So. Vielleicht brauchen wir es einfach, dass es einfacher zu bauen ist. So, was werden wir noch brauchen? Mal überlegen. Ja. Wir werden noch brauchen so ein Nullzell, damit wir auch so Brücken haben. Kann ich dran? Früher habe ich das immer mit diesen Covers gebaut und darüber gebaut. Jetzt gibt es ja, okay, das hat früher auch schon gegeben, so eine Zelle, mit denen geht es viel einfacher. Braucht man auch nicht mit den Cover um ärgern sich. Dann werden wir noch was brauchen. Und zwar, wo ist denn das mal? Nee, nicht Multiplexer. Genau, die Counter werden wir brauchen. Der macht halt einfach so, dass er mehrere Impulse speichert. Und dann eben weitergibt. Sobald man zum Beispiel 3 hat, gibt er ein Signal weiter. So, kräftig den ganzen Kack zusammen. Was fehlt noch? Hat er hier. Dann nehmen wir gleich mal ein paar. Den haben wir. Schau ich mal ein bisschen rum, was wir noch haben. State-Cell. Vielleicht brauchen wir das. Mal schauen. Ach, kräften wir lieber später nochmal. So, jetzt gehen wir mal in den Raum. Und dann schauen wir mal, wie wir das platzieren. Der Raum ist ziemlich groß, weil die Schaltung wird auch groß werden. Kann ich nur sagen. Deswegen schauen wir mal, ja, wo platzieren wir das am besten. Ich würde sagen, einfach hier mitten im Raum fangen wir mal an und arbeiten uns dann auf die Seite hin. Fangen wir am besten mal an mit diesem Counter, weil der ist ja das Herzstück der Schaltung. Einfach mal hier hin, so. Nee, das ist falsch, den möchte ich irgendwie anders haben. Verdreht, so, genau, schon viel besser.
Und der ist eben so, dass er hier maximal Counts 10 Impulse hat. Das heißt, wenn er 10 Impulse hat, von einer Seite bis zur anderen, braucht er 10 Impulse. Mit denen kann man sagen, wie viele Impulse er bewegen soll. Also, wenn hier 1 ist, macht er pro Redstone-Signal einen Impuls, was er sich bewegt, von einer Seite auf die andere. Und da ist das gleiche nur rückwärts. Man kann ja einmal von rechts nach links und einmal von links nach rechts. Oh, jetzt zeige ich das noch mal kurz, glaube ich. Brauche ich aber noch einen zweiten Schalter, damit ich das erklären kann besser. Holen wir uns mal einen hier. Dann, ja. Stickies hätte ich hier auch. Aber was fehlt, ist Cobblestone. Ja, Nacht ist auch schon wieder. Einmal Schalter. Und dann werde ich das mal kurz erklären, wie das funktioniert, dieses State Cell oder diesen Counter hier. So, also wir haben hier 10 eingestellt, da stellen wir mal 5 ein, damit das einfacher ist. 1 und 1. Das heißt, man braucht hier 1, 2, 3, 4, 5 Impulse, dann ist er auf der anderen Seite. Und da kann man so weitermachen, passiert nichts. Jetzt auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4, 5. Dann geht er wieder zurück. Das ist der untere hier. Wenn wir hier 2 machen und hier 6, damit sich das ausgeht, brauchen wir hier wieder 5 Impulse. 3, 4, 5. Und hier brauchen wir aber nur noch 1, 2, 3 Impulse. Das heißt, er hüpft immer 1 drüber. So, dasselbe kann man auf dieser Seite auch machen. Da brauchen wir auch nur noch 3 Impulse. 1. 2, 3. Also so ist es schon ein cooles System, würde ich sagen. Wir stellen das wieder auf 5 oder das über mal auf 1 und dann kann man das hier variieren, wie man will. So, wir machen das auf 5. Das ist eine gute Zeit zum Testen. Wie mache ich hier weiter? Okay. Ach so, jetzt stelle ich ihn mal zurück. Ja. Ausgangsstellung. Beziehungsweise zeige ich das nochmal. Jeweils 5 braucht man. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Schaltung. Wir bauen hier dann mal einen Timer, der ja denen die Impulse gibt. Haben wir hier mal einen Timer hin? Ein Schalter bzw. ein Kabel hier und ein Schalter, weil wir hier später noch was anderes anschließen müssen. Und den verbinden wir hier ganz normal mit diesem Counter. Das heißt, wenn der Timer 5-mal im Kreis läuft, ist der Counter auf der anderen Seite. Das ist halt je nachdem, wie schnell man den macht. In unserem Fall hatten wir ja 5 Sekunden jedes Mal, bis die Query 1 tiefer ging. Das heißt, wenn wir hier so machen, alle 5 Sekunden bewegt sich der um 1. Ich stock das kurz. So 1. 2. 3. Vier. Und 5. Jetzt angekommen. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch, weil wir wollen ja auch wieder, dass es zurückgeht. Also die Query nach oben muss ja auch wieder sein. Genau. Und dann geht er wieder zurück. Wenn wir schauen. Zack und zack. Sind auch 5 Impulse. Wird auch. Jetzt müssen wir halt natürlich mit diesen zwei Status, die wir haben, auch was anfangen. Das heißt, wenn er oben oder unten ist, der Query, müssen wir das irgendwie auslesen und jetzt sagen, okay, wenn du ganz unten bist, musst du wieder umschalten, dass du nach oben fährst. Das muss man halt dann auch schauen, wie man das genau macht. So, was mache ich jetzt? Ach, genau. Am besten macht man das natürlich mit einem Toggle-Latch, damit das umgeschaltet wird. Sagen wir einfach, wenn auf dieser Seite ein Signal ist,
Soll er ein Toggle-Edge umschalten? Oh. Zack. Platziere ich das irgendwie hier? Hier überlege ich noch, wie ich das machen kann. Genau. So, das heißt, wenn er auf dieser Seite ist, hat er dieses Toggle-Edge links oder rechts. Und jetzt müssen wir hier noch die Ausgänge verbinden, das heißt, dass sobald ein oder nee, was mache ich? Ah, hier mache ich dann noch ein Repeater rein, weil damit wir nur in eine Richtung das Signal haben. So, genau. Und hier dasselbe auch. Und die schaltet macht jetzt nichts anders, also sie schaltet den Timer, einmal den Timer an. Beziehungsweise aus. Natürlich müssen wir noch zuerst die anderen Schalter deaktivieren, sonst funktioniert das nicht. Und der schaltet jetzt einfach nach jeweils 5 Ticks schaltet er immer wieder diesen anderen Timer an. So, hier mache ich dann mal eine Mauer auf. Warum weiß ich jetzt gerade selbst nicht? Ich glaube, das war sinnlos, deswegen reicht das jetzt wieder ab. Und da ärgere ich mich gerade, weil das mit dem Abbau nicht so einfach ist. Sieht das ja. Mehr Löcher als wie abgebaut. Fülle ich die Löcher wieder. Und platziere das alles wieder. So, das war. Schub das Server wieder. So, jetzt ist platziert. Hier machen wir dasselbe. Halt hier sagen wir, ja, wenn du auf dieser Seite bist, sollst du was machen. Dann sollst du das Ganze wieder resetten, also wieder umschalten. So, genau. Also hier sollst du einfach wie da drüben das Toggle-Edge umschalten, damit du einfach wieder von vorne beginnst, sozusagen. Oh, dann müssen wir hier nochmal drüber. Weil wir ja von der anderen Seite schalten müssen. Wobei es wäre ja von dieser Seite auch gegangen, aber egal. Genau. Schaltet er wieder um. Wenn wir jetzt dann die 2 Schalter deaktivieren, werden wir merken, dass die Schalter funktioniert. Also, er macht hier 5 Impulse durch den Timer, ne? 2 oder 3 mittlerweile schon. 4. Ne, 3, oder? Jetzt sind es 3. 4. Und 5, genau. Jetzt schaltet er den anderen Timer hier weg und diesen ein. Der macht wieder 5 Impulse. Also einmal nach unten, einmal nach oben sozusagen. Oh, hat der dann wieder 5 mal erreicht? Wenn wir gleich sehen. Schaltet hinten das Toggle-Latch wieder um. Also, jetzt schaltet das Toggle-Edge wieder um und der andere Timer fängt wieder an. Und fährt wieder nach unten, sozusagen die Query. Ist die unten angekommen, schaltet er wieder automatisch um und die Query geht wieder nach oben. Und das Gute hier bei diesem System ist, ja, es kann nicht falsch funktionieren, es funktioniert immer. Und was mache ich denn jetzt? Ach ja, genau. Jetzt müssen wir ja irgendwie so machen, dass wir die abschalten auch können. Also beide. Da verbinden wir einfach mal beide Timer, dann können wir das Ganze abschalten. Weil wenn beide Timer aus sind, ja, fährt er weder rauf noch runter. Ist ja klar. So, genau. Jetzt müssen wir natürlich die Schalter wegbauen. Beziehungsweise hier noch Repeater einbauen, damit die Signale nicht weitergeleitet werden. So. Zack. Können wir die Schalter abbauen? Die brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir jetzt beide gemeinsam abschalten können. Der eine Schalter. So. Gut, das heißt, wenn wir hier abschalten,
Und wenn nicht, dann nicht. So, jetzt schalten wir ab, sind beide Timer aus. Aber er bleibt immer am gleichen. So, schalten wir wieder ein. Macht der Timer da drüben ganz normal weiter. Also jetzt ist der rechte Timer an, so jetzt der linke Timer an. Wenn wir jetzt ausschalten, sind beide aus, ne? Ist ja klar. Wenn wir jetzt wieder anschalten, macht der linke Timer auch wieder weiter. Das heißt, er speichert immer wieder den Zustand, wer gerade etwas macht. So, schalten wir wieder aus. Dann, was mache ich als nächstes eigentlich? Was habe ich da noch vor? Ich glaube, da labere ich noch ein bisschen, dass wir in der nächsten Folge dann noch weiterbauen. Also, dass wir das auch noch mit diesem Seitverschub bauen. Und dass diese Schaltung viel besser als die Computercraft ist, weil Computercraft kann ja abstürzen, diese Schaltung eigentlich nicht. Vor allem, wenn der Server crasht oder so, bleibt diese Schaltung so in den Stand, wo es ist. Bei Computercraft müsste man einen Pfeil erstellen, das immer speichern, laden. Und das würde ziemlich, ja, aufwendig sein. Deswegen mache ich das so. Mal etwas Normales. Funktioniert dann alles. So, was labere ich denn da noch eigentlich? Genau, hier werden wir die Plusseite werden wir nehmen, um rauf oder minus um zu runter. Also wenn es ganz oben oder ganz unten ist. Glaube ich, erwähne ich da mal so nebenbei. Genau weiß ich nicht mehr, was ich da gesagt habe, deswegen etwas schwierig. Aber ich denke mal, das Wichtigste habe ich eh schon erklärt, damit ihr versteht, um was in dieser Schaltung geht. Es hat etwas groß gebaut, aber das hat auch einen Grund, damit ich später dann die Schaltung immer wieder erweitern könnte, beziehungsweise übersichtlich ist und so weiter. So. Was macht man dann noch alles? Ja, die zweite Schaltung mit dem Verschub werde ich vielleicht im Keller bauen. Das weiß ich noch nicht, wie groß die wird. Ja. Hier klopfe ich ein wenig auf den Boden rum. Bisschen die Hand abnützen, ne? Muss auch mal sein. Was laber ich die ganze Zeit? Wenn ich das noch wüsste, wäre es ja einfacher. Erzähle ich hier ein Ständchen, ne? Ein Roman, nebenbei kann man Romane schreiben und so. Ich glaube, hier erkläre ich nur mal noch alles, was ich schon gesagt habe, dass eben diese Schaltung auch nach dem Serverabsturz immer in der gleichen Position bleibt. Nicht so wie bei Computercraft, wenn der abstürzt und man den Start ab drin hat, macht er eigentlich bei vorne wieder los, außer man speichert den Zustand ab. Was natürlich nicht immer funktioniert. Hier seht ihr, wenn hier der Server abstürzen würde, bleibt er in diesem Zustand. Nach Neustart geht es einfach hier weiter. Auch der richtige Timer würde wieder anfangen. Und dieser Counter bleibt auch in der richtigen Stelle stehen und macht beim nächsten Serverstart wieder da weiter, wo er aufgehört hat. Macht natürlich Sinn. Ja, hier schwebe ich ein wenig rum, um euch die ganze Schaltung nochmal kurz zu erklären. Aber ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel zu erklären. Das ist eh alles eigentlich simpel, wenn man so mal nachbaut, dann testet, dann versteht man es eh. So, ja, bei diesen zwei Stellen, wo ich gerade gezeigt habe, jetzt weiß ich es, bei den Timern werden wir dann das Signal abzapfen für rauf oder runter. Genau das habe ich hier erklärt, also einmal links, einmal rechts. Im jeweiligen